Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Ja, Glas ist gerade am Durchschmelzen. Kann ich mal nehmen. Wir wollten uns jetzt auf jeden Fall mal den Redstone Furnace craften. So, dafür bräuchten wir wieder Machine Frame, Kupfer, Reception Coil, Bricks und einen Redstone. Das heißt, wir. Nein, kein. Kein Flint, wir brauchen drei Redstone. Ich lasse gerade auch hier hinten so ein bisschen Eisen noch durch Maserate pulverisieren. Habe ich mal Iron bekommen und sogar zwei Ferrous Metal. So, ich mache das auf jeden Fall schon mal wieder Head Thermal. Ja, Redstone Furnace. Wir, ja, komm, das kann gerade mal weg. Mache ich mal gerade zwei Clay. Was brauche ich noch? Ich brauche noch das Kupfer. Ich habe da. Na. Irgendwie klappt das teilweise nicht so wirklich mit dem Shift-Klick. Oh, da war ja was. Ach so. Wasser ist aus. Ja, komm, das reicht jetzt erstmal. Kupfer ist gerade so ein bisschen wichtiger. Multimeter könnten wir uns vielleicht irgendwann auch mal machen. Ich finde auch hier diese. Entschuldigung. Ich finde auch hier diese Flops hier recht cool, die man werfen kann. Also. Ja. Würde ich gerne mal so machen. Okay, zurück zum Thema. Wir müssen noch schmelzen. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir so schnell wie möglich eine Baumfarm bekommen. Weil. Ich habe schon so ein paar Sachen vor, die ich machen möchte mit dem Sachzeug. Ist ja nicht gerade was gehüpft. Und zwar würde ich gerne später mal so eine kleine Energieversorgung über Sammelschnell. Wie heißt der Mod nochmal? Forestry machen, danke. So, zwei Gold brauchen wir. Das will ich. Da kann man ja auch echt cooles, schönes Zeug mitmachen. Finde ich persönlich. Aber naja. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich dann hier so noch einen Gang nach unten machen werde. Weil ich würde nämlich ganz gerne hier unten würde ich einen Atomreaktor laufen lassen. So. Ja, Dosch geht nuklear oder nukular. Wie es in einer bestimmten Serie hieß. So, wer kennt die Serie? Schreibt es in die Kommentare. Und wer richtig liegt, darf sich auf die Schulter klopfen. Da hinten, was ist. Ach so, das ist der Kirchturm. Ich denke gerade die ganze Zeit, was ist das da hinten? So, ich mache das bewusst schon mal acht, weil ich noch mal ein bisschen Eisen auf Rückhalt haben möchte. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt gleich noch Kabel und da wollte ich zu Beginn erstmal, was ist denn das, also das Team, klein anfangen. Ich wollte halt die Redstone Energy Conduits machen. Nicht was beiseite, ich wollte halt die Redstone Energy Conduits machen, die transportieren 80 AF pro Tick. Die brauchen Glas, 2 Lead und 6 Redstone oder halt. Wir können auch ein Conduit aus einem Conduit machen. Habe ich nie verstanden, das Item. Ja, das Rezept. Auf jeden Fall, wir machen das jetzt erstmal so. Machine Frame. Halt. Na, so. So. Reception Coil.
Und dann können wir einfach so machen und wir haben auch den Redstone Furnace. So, bevor wir jetzt den anschließen, lege ich mich mal ganz schön schlafen. Und wir machen uns, glaube ich, mal einen Crescent Hammer. Komm, dafür finde ich jetzt keine Kohle für. Wo haben wir es? Da. Kommen zwei Holz gerade rein. Ich glaube, eins sollte schon da reichen. Okay, Tin haben wir. Dann machen wir jetzt gerade hier ein Eisen, hier und hier. Und da ein Tin-Ingot und wir haben den Crescent Hammer. Jetzt machen wir es mal gerade ganz einfach. Einmal zack. Und wir stellen das dann mal gerade hier auf und den Redstone Furnace hier. Und hier auch alles aus. Ja, dann doch die Energie verloren. Finde ich gerade ein bisschen sehr doof, aber okay, kannst du jetzt machen. Schmelzen wir das. Ja, komm, scheiß drauf. Lead. Dann mache ich aber wenigstens. Nee, würde ich auch nicht, weil es wieder Verschwendung ist. 6 Redstone. Wann brauche ich denn hier? So. 6 Leadstone Energy Conduits. Das können wir jetzt ganz einfach so anschließen. Und die Maschinen sollten beide Strom bekommen. Jawohl. Ah, der kann auch ein bisschen Wasser vertragen. Wie viel hat denn der noch? Also, das ist so ein Furz. So, das legen wir jetzt hier rein. Der kann jetzt auch wieder Mr. Waiten. Die Anfangshütte lasse ich, glaube ich, mal stehen. Immer so als kleine Erinnerung. So. 14:0. Wir könnten aber auch schon mal währenddessen, wo wir jetzt auf die Rohstoffe warten, schon mal anfangen mit dem Reaktor. Und zwar wollte ich einen Reaktor von Big Reactors machen. Erstmal die kleine Bimbo-Version. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Eisen, Graphitbar und Pitchblende, Uranium oder Rauranium oder Nesauranium oder Pitchblende oder Holzmechanik. Yellowium, danke. So, wie kommen wir an Uran oder Yellowium-Ingot? Wir haben halt hier dieses Yellowrite-Ore. Das haben wir auch schon ein bisschen was bekommen durch die Turtle-Aktion. Haben wir 46 Yellowrite-Ore. Und ja. Wir wollen es ganz einfach machen. Wir wollen jetzt einfach mal das Yellowrite-Ore pulverisieren. Pulverisieren. Und bekommen dann Yellowium. Das können wir dann mal einschmelzen und wir haben die Yellow Reed Ingots. Das ist quasi ein Uran. So, was wir jetzt in die jetzt machen, da habe ich auch schon eine kleine Idee, aber da dauert noch ein bisschen. Müssen ja nicht direkt alles auf einmal verschwenden. Einen brauchen wir auf jeden Fall für den Reaktor. Aber gut, wie sieht das jetzt hier aus? Das ist durch. Ja, komm, dann frisst die beiden Kohle noch. Und hier ist noch Wasser. Auf jeden Fall brauchen wir für Graphitbars brauchen wir auch noch welche. Da müssen wir entweder Graphit das pulverisieren, was ein pulverisierter Graphitbar ist, was einfach ein Graphit das geschmolzen ist, was einfach ein pulverisierter Graphitbar ist. Ja. Oder wir schmelzen einfach eine Kohle. Oder Charcoal. Charcoal geht auch. Okay. Und ja, wir bekommen dann ein Graphitbar, also das ist quasi ein 1 zu 1 Verhältnis. Den Ofen brauchen wir gerade gar nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall gleich so zwei Stacks Kohle mal einschmelzen. Ich werde auf jeden Fall mal gerade so ein bisschen Brot machen.
werde auf jeden Fall auch noch gucken, dass ich eine bessere Nahrungsversorgung bekomme, weil das geht ja gerade so gar nicht klar hier. Ja, du hast wieder keine Kohle, ich weiß. So. Wir müssen irgendwie auch mal gucken, dass wir aufs Dach kommen. Was ich mal gerade mache. Ich will jetzt gerne mal hier kurz hier vorne das mitnehmen. Da Zucker. Jetzt nehme ich das doch mit. Das war jetzt wieder so typisch Dosch. Ja, ist gut, wir wissen es. Ja, du hast Aua, Aua, Bobo. Ja, guten Hunger. Ich würde jetzt gerne mal hier kurz bei dem Imker rein. Hier am Tag. Dann würde ich gegen drei Brote, das ist ja super Angebot. Würden wir gerne mal hier das Ganze mitnehmen. Und auch die Bienen. Habe ich alles? Ja, ich habe alles. Weil ich würde so gerne nebenbei die Bienenzucht ein bisschen laufen lassen. Was bietest du mir an? Monastic gegen Prinz. Wenn wir so nicht mal. Ach du Kacke, wo kommen die denn her? Spawner oder was? Ich würde auf jeden Fall mal gleich nachschauen, ob da ein Spawner ist. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier. Ich habe ja hier schon noch so ein bisschen Platz. Hier nehme ich jetzt mir hier die beiden Apiaries. Sind auch Apiaries? Jawohl, haben wir schon mal Glück gehabt. Stelle ich mir hier so auf. Und ich werde dann hier die Frames hinlegen und eine Midas on the Frozen nehmen und hier nochmal die Frames rein. Und eine Frozen und ein. Ja, kommt zwei Midas. Ich will jetzt mal so ein bisschen Bienenzucht anfangen, damit ich mal was ein paar habe. So, das ist durchgeschmolzen. Weißt du, was ich damit mache? Sag mal gerade was. Kupfer ist gerade noch ein bisschen seltener, okay. Machen wir uns mal hier eine Iron Chest hin. Nehmen wir mal gerade hier die Erze raus. Die 26 Kohle behalte ich dann. So, das kommt alles wieder da rein, wartet. Sollte es gewesen sein, dann haben wir wieder ein bisschen Platz gespart und eine Truhe auf Rückhalt. Ich weiß auch schon, was wir in die Truhe reintun. Da tun wir jetzt mal hier den ganzen Bienenrotz hin. Die stellen wir dann mal hier hin. So, alles was mit Bienen zu tun hat, kommt da jetzt rein. Ah, der ist auch fertig und wir schmeißen den ersten Stick davon rein. Appetite kann auch da bleiben. Und wir pulverisieren schon mal das Yellow White. Oh mein Gott. Blah. Ich kann mir gerade selbst in die Fresse hauen. Das ist unglaublich, wie ich das immer hinbekomme. So, auf jeden Fall, die Energieversorgung läuft jetzt erstmal. Wir haben doch ein paar Kabel auf Rückhalt. Ist gerade nicht die beste Energieversorgung, aber schon mal gut für den Anfang. Finde ich auf jeden Fall besser als die Energieversorgung von Industrial Craft am Anfang, weil, naja, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Die bricht ja schon beim Schief angucken zusammen. Aber ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Ihr kennt den Rotz. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder ist, Let's Play Minecraft Tag World 2. Bis dahin, tschö!